Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stimmi und heute gibt es ein zweites Video hier auf meinem Kanal. Ja, und zwar habe ich hier die Wutbox aus dem Monat Februar. Ja, also hier seht ihr nichts, dass hier Wut draufsteht, also Wutbox ist. So, hier war ja natürlich Adressaufkleber und so Krams. Die habe ich durchgestrichen. Ja. Die Wutbox könnt ihr natürlich euch bestellen bei wutbox.de oder ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Jawohl. Ich kann es ja versuchen, unten mal zu verlinken in der Videobeschreibung. Ja, dann würde ich sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und dann schauen wir, was sich in dieser Box hier befindet. Ja, dann würde ich sagen, bis gleich. So, ja, Ben Masterful hat diese Box schon ausgepackt, also ich weiß, was drin sein könnte. Ich weiß nicht, ob es immer das gleiche ist, wir werden es sehen. Ja, also von außen sieht sie wie eine normale Versandbox und ja, wir schauen jetzt mal rein, weil man kann sie nämlich drehen. Dann ist sie nämlich hier ein Gameboy. Jawohl. So, hier steht jetzt Wutbox drauf. Das haben die wahrscheinlich extra so gemacht wegen dem Adressaufkleber. Jawohl. Natürlich hier alles ein bisschen groß. Jetzt seht ihr natürlich schon alles. Wie doof. Jo. Wie machen wir das jetzt? Ohne dass ihr es gleich seht. So, hier ist natürlich, was alles drin ist. Das schauen wir am Schluss rein. Als erstes haben wir hier, was ist denn das hier? Okay, wir haben hier, kriege ich das hier irgendwie so geschlossen? Oh, hier Magnete, genau. Magnete von Zelda. Richtig nice. So. Also ich habe, also einen Kühlschrank habe ich jetzt nicht mit Magnet, aber ich habe so eine Pinnwand. Nebendran ist so eine Magnetwand. Oder ich habe noch einen Ofen, da kann man die auch dran machen. Oder hier nebendran habe ich so ein Kamin und da ist ja so eine Tür dran, dass der Schornsteinfeger dran kann. Da passen die auch dran. So, wir gucken uns das mal kurz an. Erstmal das Messer holen. Ich weiß nicht, ob man hier... Zack. Jawohl. So, wir gucken mal rein. Ach, hier ist schon einer rausgegangen. Okay. Also die sind so Stand hier. Ich hol mal einen raus hier. Einer reicht ja eigentlich. Jetzt klebt das an meiner Hand. So. Ey, wo ist er denn? Hier. Da. So rum gehört er. Genau. So. Jetzt habe ich natürlich nichts Magnetisches hier. Außer hier. Hier seht ihr es. So. Da hält er. Jawohl. So, nochmal runter hier. So, das war das erste. Machen wir hier wieder rein. Zack. So, das war Nummer uno. Dann hole ich das nächste raus. Wir haben hier. Oh yeah. Super Mario Bros. Jawolski. Ice Cube Tray. Hier drin kann man Eiswürfel machen. Also man macht hier in diese Form macht man Wasser rein und macht es dann in das Gefrierfach. Und dann hat man hier von hier ist Mario. Nochmal Mario. Dann haben wir hier diesen Stern hier. Hier ist der Pilz. Hier ist dieser Block mit diesem Fragezeichen. So, was ist das hier nochmal gewesen? Alles weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall geiles Teil. Werde ich vielleicht mal ausprobieren. Jawohl. Das war das zweite. Dann haben wir hier... Pikachu! Ja!
Pikachu. Und zwar Funko Pop, oder wie die sich nennen. Das ist meine erste. Also ich habe noch nie so eine Figur gehabt. Das ist die 353 hier. Also die geht immer vor, also immer weiter mit den Zahlen. Also es gibt ja so viele. Hier ist Pikachu. Irgendwo kann man, gibt es da noch mehrere. Also ich würde sie gerne hier drin lassen. Also ich könnte sie auch rausholen. Ich glaube, der Kopf ist bewegbar. Also beim Masterful hat die hier rausgenommen aus der Box. Aber ich möchte es nicht machen. Ich finde die richtig süß. Pikachu ist sowieso, finde ich geil. Ja. Meine erste Funko Pop. Jawohl. Ich, oder ob die wirklich so genannt wird, weiß ich gar nicht. So, und dann kommt schon das letzte, wie ich sehe. Oder? Ah, nein. Kommt ja noch was. Ah, das ist noch so ein Pin hier. Hm, was ist denn? Ah, seht ihr, was das ist? So, das ist ein Pin zum Anstecken. Und zwar, seht ihr, was das sein soll? Das ist, glaube ich, so eine Spielkassette hier von Game Boy. Also mal richtig nice. Brauche ich natürlich jetzt nicht auszupacken, oder? Ihr wisst ja, wie ein Pin aussieht. So. Und dann haben wir hier noch ein T-Shirt. Und ihr könnt schon sehen hier. Pac-Man. So, Größe M. Müsste eigentlich passen. So, wir holen es mal raus. So. Ich weiß gar nicht, sieht man das hier so in der... In der Facecam wird man es wahrscheinlich nicht so sehen. Und hier ist nochmal. Jawohl, Pac-Man. Ja, wer kennt das Spiel Pac-Man? Das gab es, glaube ich, früher auf dem Atari. Wo gab es denn noch Pac-Man? Gab es das auch auf Nintendo? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ja. So, ich werde es mal anziehen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr seht, ich hab's an, aber leider durch den Greenscreen, ja, ist es durchsichtig jetzt. Naja, wir sind eh am Ende des Videos. Ich zeige euch jetzt gleich noch kurz, wie das mit dem Karton hier aussieht. Wartet mal. Ja. Doof. Echt treue Pokémon weigert sich, sich zu entwickeln. Gut, dann lassen wir uns einfach von der Retro-Magie der Pikachu-Pop davontragen. Dann hier das T-Shirt. Dieses Spiel ist die Ursache für viele unserer Krämpfe in der Hand. Lauft mit Pac-Man auf der Brust umher, dreht euch nach links, fangt eine Kraftpille und verscheucht die Geister. Bei so viel Adrenalin ist es schwer, den Joystick aus der Hand zu legen. Dann haben wir hier unten noch die Eiswürfel, Super Mario Eiswürfelform. Direkt vom eisigen Sorbetberg kommend könnt ihr mit diesem Super Mario Bros. Formen eure Eiswürfel im Bildnis der größten Stars des Pilzkönigreiches
modellieren. Dann haben wir das Zelda Magnetset. Der ewige Retter Zeldas Link hat für euch seine besten Posen sowie die seiner Gegner eingefangen, um seine Abenteuer mit diesem Magnetset zu verewigen. Dann haben wir diese Pin. In den 90ern war der Gameboy eine Revolution und der Traum eines jeden Teenagers. Mit diesem Pin-Abzeichen kommt die tragbare Konsole überall hin mit. Jawohl. So, hier ist alles nur verschiedene Sprachen. Die Wootbox für März ist schon unterwegs. Die gibt es dann natürlich hier auch mal auf meinem Kanal. Ja, falls euch dieses Video gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen nach oben. Natürlich gebe ich hier jetzt auch ein Werbung, Hashtag Werbung da oben. Ein bisschen spät, aber was soll's. Jawohl. Da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.